insbesondere wenn die Mais-Silage, die Maispflanzen trockener werden, so dass wir in die Richtung 35-40% Trockenmasse kommen, dann müssen wir in der Häcksellänge variieren und die auch deutlich kürzer einstellen, weil Verdichtung nicht mehr so gut gelingt, wenn die Mais-Silage trocken ist. Und deswegen verkürzen wir dort die Häcksellänge, sodass die Verdichtungsleistung wieder einigermaßen passt. Ja, insbesondere für unsere Mais-Silage, die für die Milchkühe gedacht ist. Dort wählen wir eine Stoppelhöhe in Höhe von 50 bis 70 cm, so kniehoch, wie wir es hier sehen, bei dieser Maispflanze, und wollen Maisstoppelhöhen, die nur 10, 15 cm sind, auf jeden Fall vermeiden. Das hat den großen Vorteil, dass wir dadurch, wenn wir eine höhere Stoppellänge wählen, dass wir weniger Hefen, weniger Schimmelpilze und weniger Rohasche in unsere Silage bringen und so die hygienische Qualität der Silagen verbessern, Nacherwärmungsrisiko reduzieren und mehr wertbestimmende Bestandteile in die Silage hereinbringen, also eine höhere Energiedichte letztendlich in die Silage einfahren können. Wir konnten in den letzten Jahren einen massiven Anstieg an Hefen und Schimmelpilzgehalten, die nativ auf der Maispflanze vorhanden sind, feststellen. Im Vergleich zu 2010 sind die Gehalte an Hefen und Schimmelpilzen um den Faktor 100 angestiegen und sind in Bezug auf die Hefen 2018, 2019 bei 30 bis 50 Millionen Hefen pro Gramm Frischmasse angekommen. So, und das ist natürlich ein ganz stark erhöhter Besatz an unerwünschten Keimen, die Silierung und vor allem die Stabilität an der Anschnittsfläche der späteren Maissilagen gefährden. Auf der einen Seite haben wir es mit massiv erhöhten Gehalten an Hefen- und Schimmelpilzgehalten zu tun auf der frischen Maispflanze, sodass diese Silagen natürlich akut gefährdet sind, schon während der Silierung für unerwünschte Stoffwechselprodukte und höhere Verluste zu sorgen, aber insbesondere an der Anschnittsfläche der später geöffneten Maissilagen dort für stärkere Nacherwärmungsprobleme sorgen. Und da müssen wir natürlich gegensteuern mit konkurrenzstarken, speziell selektierten Milchsäurebakterien in den Bonsilageprodukten, die diese hohen Gehalte an Hefen und Schimmelpilzen sehr gut unterdrücken.